kulturelle Festlichkeiten noch mehr als vorhin sozusagen, weil sie genießen. Vorhin war es nur der Basis von Kaffee und Kuchen. War auch schon sehr zahlreich und reichlich vorhanden. Und ab 19 Uhr wird hier eine kleine Umbauaktion noch stattfinden, parallel während dieser Stunde kann ich hier hoffentlich Vielen Dank von meiner Seite schon mal. Ein ganz kurzes Wort schon vom Handel und dann. Eigentlich war es nicht vorgesehen, dass ich noch zum Schluss was sage, nur mir lag noch eins auf dem Herzen. An alle Gäste, an alle Freunde, ich hoffe und wünsche mir, dass wir und ihr alle zu einem Tag auf die Tür gekommen seid, dass ihr aber den Eindruck und das Gefühl mit nach Hause nehmt, nach dem spirituellen Abend, dass ihr zu einem Tag der offenen Herzen gekommen seid und wieder nach Hause geht. Vielen Dank und bis später. Verzeihen Sie, meine Damen und Herren, Dina hat mich gerade eben dazu aufmerksam gemacht. Vielleicht ist es nicht so deutlich rübergekommen, wie es gemeint war. Jetzt gibt es eine Pause. Anschließend werden später die Tische aufgeräumt. Dann findet eine spirituelle Gebetssitzung der Sufi-Alawiya-Gruppe ab 19 Uhr, ab 19 Uhr. Und sowohl Freunde als auch Gäste sind herzlichst eingeladen, uns beizuwohnen, dabei zu sitzen, auf den Stühlen zu sitzen, zuzuschauen und mitzumachen. Damit es nochmal ganz deutlich für alle ist, Sie sind herzlich eingeladen. Dankeschön. Thank you.